Hallo? Hi. Na, Frau Bergemann. Mann. Wir wollten die Füße noch einreiben mit Öl, bist ne? Bist du so nett und holst ein Handtuch raus und lässt ein Handtuch raus. Das Lazarus Hospiz in Berlin. Hier wohnt Frau Bergemann seit etwa einem Vierteljahr. Sie weiß, dass sie sterben wird, denn sie ist unheilbar erkrankt. Hier im Hospiz wird sie auf ihrem letzten Weg begleitet. Meine Freundschaften, also meine ganzen Freundschaften, die sind ja alle schon husch in die Urne. Und da habe ich gesagt, na, was bleibt dir anders übrig? Du musst dem Folge. Ich bin 78 Jahre alt und da bleibt einem gar nichts anders übrig. Meine Tochter lebt in Texas und weitere Angehörige habe ich nicht. Also muss ich für mich alleine sorgen. Beine massieren, Medikamente geben und Gespräche führen. Das sind die Aufgaben von Pfleger Kai, der seit 21 Jahren hier im Hospiz arbeitet und sich kümmert um Frau Bergemann und die anderen Gäste, wie alle Patienten hier genannt werden. Also es gibt da mehrere Besonderheiten. Das eine ist, dass viele Menschen also wirklich auch ihre Maske verlieren. Ihre Maske heißt, ich bin Anwalt, ich bin Bankdirektor, ich bin Arzt oder ich lebe unter der Brücke, ich bin obdachlos. All das, was da so, womit man sich identifiziert, fällt oftmals weg und es kommt der wahre Mensch zum Vorschein. Viele der Gäste haben zu ihrem Lebensende letzte Wünsche, die die Pflegekräfte versuchen zu erfüllen. Ich wünsche, nach draußen zu gehen, an die frische Luft, in den Park oder ins Museum nochmal oder ein Theater zu besuchen. Sowas ist vorgekommen. Der größte Wunsch hier, den ich hier erlebt habe, war, dass hier im Hospiz jemand geheiratet hat. Und das war wirklich eine schöne Begebenheit. Die haben es halt verpasst vorher. Und die haben das noch machen können. Das war wunderschön. Und auch die kleinen Freuden des Alltags dürfen hier nicht zu kurz kommen. Die bekommen auch von uns mal ein Bierchen, wenn sie das möchten, zum Abendbrot. Haben wir vorrätig. Auch mal einen Sekt. Wenn eine Dame einen Sekt trinken möchte, geht das auch. Und die Sache mit dem Rauchen ist sowieso, wird genehmigt, sag ich mal, wenn jemand das nochmal möchte in seinen letzten Stunden und Wochen rauchen möchte, dann soll er das tun. Man macht, wie gesagt, nichts mehr kaputt. Und das Wichtigste ist, dass die Leute sich wohlfühlen. Wenn sie sich eben mit dieser Zigarette wohlfühlen, dann sollen sie die haben, mit der Flasche Wein auch. Was sehr schön ist, ist immer mit dieser Konzert. Tag, der Sonnabend, das ist die Maria, die spielt, aber holla, holla, die Waldfee, da ist dann aber noch Pfeffer im Hintern. Ja, da haben wir sogar schon, obwohl wir keine Luft haben, aber da haben wir dann schon getanzt. Also hier wird gelebt, hier wird auch gestorben, aber hier wird auf jeden Fall als in erster Linie gelebt. Doch für viele der Sterbenden sind diese ausgelassenen, fröhlichen Momente nur möglich, weil sie im Hospiz seelisch und körperlich gut versorgt werden. Trotzdem fällt die Entscheidung für ein Hospiz vielen Betroffenen schwer. Mit ihren Zweifeln wenden sie sich dann unter anderem an Sozialarbeiterin Hannelore Laubler. Oft ist einfach dieses Wort Hospiz damit verknüpft, dass Menschen, die Angst haben, wenn ich da erst einziehe, dann muss ich sofort sterben. Und es gibt Menschen, die lieber in ein Pflegeheim gehen, obwohl sie so schwer krank sind, dass sie am besten im Hospiz versorgt werden könnten, einfach um dieses Reizwort Hospiz zu vermeiden. Auch die Frage der Finanzierung stellt sich dann, doch darum müssen sich Betroffene nicht sorgen. 95% der Kosten tragen die Krankenkassen, der Rest wird durch Spendengelder finanziert. In Deutschland gibt es 250 stationäre Hospize, dazu kommen 1500 ambulante Hospizdienste. Das Angebot wächst, doch es bräuchte noch mehr. Zudem fehlt es an Informationen für Betroffene und an Ausbildung des Personals. Der Deutsche Hospiz- und Palliativverband veröffentlichte jetzt ein 30-seitiges Forderungspapier, das sich an die neue Bundesregierung wendet. Denn es ist noch viel zu tun, damit jeder Schwerkranke gut versorgt sterben kann. Jetzt im Spätherbst ist der Bedarf besonders hoch. Das sind so Phasen vielleicht im Herbst, im Winter, ne, wo ich dann auch von den Kollegen in den anderen Hospizen höre. Uns geht es gerade genauso. Das ist einfach, ja, vielleicht im Frühling, im Sommer, wenn es einfach vielleicht schöner draußen ist,
seltener gestorben wird. Mag ein geheimnisvoller Zusammenhang sein. Zurück zu Frau Bergemann. Sie erzählt uns, dass sie sich im Lazarus-Hospiz wie im Hotel fühle und bestens versorgt wird. Nur die Krankheit mache eben den entscheidenden Unterschied. Also, dass ich nicht mehr lange zu leben habe, das weiß ich. Ich habe Lungenfibrose, also so wie die Mette Marit. Also da ist nichts mehr, was da heilbar ist. Man weiß es nicht, wie lange vielleicht. Ich kann also morgen rausgehen und umfallen oder gehe hier raus und falle um. Also man weiß wirklich nicht, wie, wo oder was. Und es ist mir auch egal, muss ich ehrlich sagen. Also jetzt, wo ich so hier in Sicherheit bin, ich weiß, mir kann nichts passieren. Und das gibt mir so eine Befriedigung und so eine Sicherheit, dass mir das also völlig egal ist. Dass das Leben irgendwann zu Ende geht, davor kann sich keiner schützen. Doch ein Hospiz wie dieses macht den letzten Weg seiner Gäste zumindest so schmerzfrei und friedlich wie nur möglich.